Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir wollen uns jetzt ein weiteres Mal das Anschlagbrett ansehen, auch wenn wir bislang noch keine einzige Quest davon erfüllt haben. Trotzdem haben sich hier wieder weitere Anträge angesammelt, Aufträge. Und jetzt gucken wir uns die auch nochmal an. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen, Kommandant Peter Saw Gwynlaive zum Thema der Gesetzgebung sprechen zu hören, welche auf Befehl unseres allergnädigsten Herrschers Emhyr Var Emrys alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend, doch die Einwohner von Weißgarten sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid nun Teil des Kaiserreichs Nilfgaard. Das Nilfgaardsche Gesetz beschützt euch, legt euch aber auch neue Verpflichtungen auf. Die kaiserlichen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euer finsteres Zeitalter bald einer strahlenden neuen Ära weichen. Suche Pflug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Pflug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Bies soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld pflügt. Oder sein Feld ohne pflügt. Roget. Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Saw Gwynlaive sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbungen entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre Emhyr Var Emrys Daithven Adan Yn Kap Ein. Oh Gott. Kann sein Name noch länger sein, dienen zu dürfen. Der höchste Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von den besten Strategen des Kaiserreiches unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Tod den Eindringlingen. Hört her, gute Leute des Nordens. Wenn es euch nach Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid, zu den Waffen zu greifen und eure Heimat zu verteidigen, dann auf in die Wälder. Wir werden täglich stärker und werden dem Nilfgaardschen Abschaum bald zeigen, dass Temrier kein Joch ohne Kampf tragen. Wenn ihr die blau-goldenen Lilien im Herzen tragt, sterbt ihr eher für euer Land, als dass ihr Fremden als Sklaven dient. Schwören wir bei unseren Vätern, die den Bestien bei Sodden zum Opfer fielen, bei den Seelen derer, die in Brenner begraben liegen. Zu den Waffen. Mensch, Mensch. Jetzt ist hier echt einiges zusammengekommen an Quests. Ich frage mich, ob ich überhaupt einigermaßen in der Lage sein werde, die alle abzugrasen. Ich möchte es ja mal stark bezweifeln. Nilfgaardscher Soldat. Was willst du, Vagabund? Okay, ich bin schon weg. Scheint so, als ob die Hauptquest mich auf die andere Seite des Flusses führt oder da nach ganz hinten hin. Wo habe ich meine Weltkarte? Da ist sie doch. Okay, wie jeder wichtige Ort, den du entdeckt hast, wird auf deiner Weltkarte markiert. Drücke L3, um zu deinem aktuellen Ziel zu springen. Verwende L, um die Weltkarte zu verschieben. Dein aktuelles Ziel ist mit einem Kreis markiert. Verfügbare Quests werden mit Ausrufezeichen markiert. Och ja, ist ja gut. Hier siehst du die Ziele deiner aktuellen Quest. Wenn es mehrere Ziele gibt, kannst du mit R3 zwischen ihnen umschalten. Hier siehst du eine Minikarte der Umgebung. Mit R2 kannst du die Größe der Karte ändern. So. Uiuiui. Ja, ja. Boah, wir haben hier schon einiges an Fragezeichen. Wenn jedes dieser Fragezeichen für... Alter. Eine Anschlagquest steht... Nee, so viele Anschlagquests können wir nicht angenommen haben. Ich würde eher sagen, das sind alles Point of Views. Ja, nicht erkundeter Ort. Okay, allgemein Quests. Tja. Ich werde mal ganz kurz eine andere Quest aktivieren. Nebenquests. Im Kampf gefallen. Finde Dune Wildenwert. Sammle sie alle. Hexeraufträge. Haben wir zwei Stück. Teufel beim Brunnen. Okay, scheinbar
Diese Anschlagbretter scheinen uns nicht immer Quests zu geben, sonst hätten wir schon deutlich mehr hier im Log. Scheint eher so zu sein, als ob sie uns auf bestimmte Punkte, auf bestimmte wichtige Orte aufmerksam machen. Das wäre natürlich auch eine Spitzensache. So. Empfohlene Stufe 2, ja. Dann nehme ich als erstes mal hier im Kampf gefallen, weil hier keine Stufenvoraussetzung angegeben wird. Dementsprechend sollte es einigermaßen einfach zu lösen sein auf Level 1. Und ja, ich weiß, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sollte ich mich dennoch in Acht nehmen, aber ja. Wie genau mit X. Ah ja, mein Pferd. Werde ich das brauchen? Moment. Da drin scheint sich eine Truhe zu befinden, die ich noch nicht entdeckt habe. In der Bar. Die Frage ist nur, bin ich in der Lage, da an den Inhalt ranzukommen, ohne dass ich gleich malträtiert werde. Ich ignoriere das erst einmal. Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, kannst du erst dann wieder sprinten, wenn sie sich regeneriert hat. Pferd rufen, L3 zweimal drücken. Wie weit ist das denn entfernt? Vielleicht hätte ich mir das erstmal angucken müssen, die Entfernung zum Ziel. Du hast auf der Karte du kannst auf der Karte deine eigenen Markierungen anbringen. Halte dazu den Mauszeiger über den gewünschten Punkt und drücke Viereck. Um spezielle Markierungen zu platzieren, halte Viereck gedrückt und verwende L, um den gewünschten Markierungstyp auszuwählen. Bestätige die Auswahl, indem du Viereck loslässt. Du kannst jeweils eine normale Markierung platzieren, aber bis zu 10 spezielle Markierungen. So. Ach ja, ist doch ein klitzekleines Stück. Ach, im zerstörten Dorf ist das. Alles klar. Ja, nee, dann reiten wir ihn. Was soll das? Versteht sich von selbst. Oh, und da ist es aus dem Nichts gespawnt. Ich wette, der gute, treue Gaul wird immer aus der Richtung angaloppiert kommen, in die man gerade nicht guckt. Damit man schön nicht sieht, wie er gerade aufploppt. Okay. Alles dann. So, Pferdeausdauer gibt es auch noch. Okay, müssen wir auch drauf achten, aber die ist auf jeden Fall deutlich höher als unsere eigene. Perfekt. Ich weiß nicht, ob unser Partner jetzt ernsthaft die ganze Zeit im Dorf bleiben wird. Der, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Na, so. Ich weiß, dass sein Name mit V anfängt, aber mehr vermag mein Hirn jetzt auch nicht wiederzugeben. Leider. So, okay. Absteigen. Nein! So, perfekt. Okay. Da ist er. Dune. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Hast du dir das Schlachtfeld schon angesehen? Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Okay. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Gut. Quest aktualisiert, im Kampf gefallen. Triff dich beim Schlachtfeld mit Dune. Alles klar. Huch. Wo ist denn mein treues Pferd abgeblieben? Ist abgehauen oder was? Naja, ich laufe ihm jetzt mal einfach so hinterher, ohne Pferd. Ja.
Ich habe irgendwie Angst, dass er uns bei der Quest eventuell sogar wegsterben könnte. So ein bisschen halt wie in Dark Souls, wo die ganzen NPCs einem auch wegsterben können, wenn man ihre Questlines macht. Das wünsche ich mir auf jeden Fall nicht für den Mann hier. Ich hoffe, wir können seinen Bruder finden oder ihn wenigstens lebend durch die Quest bringen. Das wäre schon geil. Oh, habe ich das jetzt gelootet oder nicht? Ja, doch, sieht so aus. Okay. Ui. Uiuiuiui. Das ist das Schlachtfeld. Eieiei. Ah, sieht ja schon mal sehr einladend und vielversprechend aus. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Stumpfes Beil haben wir bekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich in der Lage bin, meine Waffen demnächst auch auszutauschen. Aber ich schätze mal, es ist eine Mindestanforderung, dass ich immer eine Stahlwaffe und eine Silberwaffe mit mir tragen muss. Gehe ich stark von aus. Ja, noch ein stumpfes Beil. Könnte ich ja verticken alles. Oh, da hinten sind Ghule, Level 2. Irgendein Schwert? Okay. Oh. Hat er mich gesehen? Nee, scheint nicht so. Die scheinen einen wohl erst dann anzugreifen, wenn man eine bestimmte Linie überschreitet. Gut. Okay, soll ich dir wieder meine Hexersinne spielen lassen? Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Gut. Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt, wenn die genaue Position unbekannt ist. Begib dich ins markierte Gebiet. Das habe ich schon oft genug gehabt. Das hatte ich ja schon bei der Quest mit dem Brandstifter. Ein bisschen spät für den Tipp. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder einen manuellen Speicherstand anlegen. Na, hier mal den Ältesten überschreiben. So. So, komm mal her. Hier, Ghule. Okay. Los geht's. Das wird hart. Wow, wie zum Teufel habe ich es jetzt auf die Barrikade geschafft? Oh, kritischer Treffer, sehr gut. Oh, holy shit. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich die Gegner sogar halbieren kann. Das ist neu. Oh. Perfekt. Ausgewichen, so. Flucht aus dem Kampf. So. Gut. Oh, du hast ihm ja gar keinen Schaden gemacht, Alter. Aber schön, dass du ihn für mich ablenkst. Auf die Weise kann ich den schön malträtieren. In aller Ruhe. Perfekt. So, den Kampf hätten wir schon mal überstanden. War natürlich deutlich einfacher als der allererste Kampf. Ganz ehrlich, ey. Das war schon ein bisschen heftig. Der erste Kampf direkt gegen 5 Ghule. Hier, Wasserflasche. Mal ein bisschen was trinken. So, hier der halbierte Ghoul. Was hat der Schönes für mich? Na? Ja. Nichts Besonderes, wie es scheint, aber... Eieiei, das sind ja echt fucking viele Leichen. Aber der Vorteil ist, die werden uns alle einiges zu bieten haben. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Mhm. Sehr gut. Das werden wir bestimmt alles gut verticken können. Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, ich gehe mal hier ganz langsam in Ruhe durch die Gegend und loote alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die werden das ganze Zeug ja eh nicht mehr brauchen, ne? Ist so.
So, wunderbar. Oh, ich hoffe ernsthaft, dass wir uns auf diese Weise wieder einiges von dem Geld zurückholen können, das ich am Anfang so mir nichts, dir nichts ausgegeben habe. Ui! Ach so, schade. Ich dachte, das wäre jetzt jemand, der noch am Leben sei. Sah so aus, wie er da gesessen hat. Schade. Okay, ich soll meine Hexersinne einsetzen. Um wahrscheinlich die richtige Leiche zu finden. Hier? Der hier? Der hier wird mir angezeigt von meinen Hexersinnen. Ja. Wenn du Spuren findest, nähere dich ihnen und drücke X, um sie zu untersuchen. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Auch schade drum. Okay. Sind hier irgendwo noch weitere Ghule? Irgendwie, ich halte die ganze Zeit nach weiteren Gegnern Ausschau. Brief eines toten Soldaten lesen. Gustav, ich möchte dich um etwas bitten. Ich bin in den Besitz einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht wie. Aus Bescheidenheit möchte ich die heldenhaften Taten, die ich im Kampf für unser geliebtes Vaterland begangen habe, nicht herumposaunen. Jedenfalls ist es so verdammt viel, dass ich die Sachen unmöglich alleine zurückschleppen kann. Deshalb habe ich alles in eine Truhe gelegt und diese am Strand begraben. Am Fuß der Klippe mit den beiden verbrannten Hütten darauf. Dort, wo wir immer Krebse gefangen haben, erinnerst du dich? Ich bitte dich nun um Folgendes. Nimm einen Schubkarren und eine Schaufel und geh damit zum Strand. Aber sorge dafür, dass dir niemand folgt. Wir werden den Schatz verladen und in Vijima verkaufen. Danach teilen wir den Gewinn halbe halbe, wie es sich in einer Familie gehört. Wir sehen uns. Und vergiss nicht, zu niemandem ein Wort davon. Interessant. Ein kleiner Schatz. Ich gehe stark davon aus, dass dieser noch nicht gehoben wurde. So, setzen wir nochmal unsere Hexersinne ein. Ja gut, der Hund gibt laut von sich, aber helfen tut uns das in keinster Weise. Oh, ups, wir sind jetzt schon längst aus dem Gebiet raus. Hoppala. Aber trotzdem, das lässt sich hier noch einiges aufsammeln. So, erstmal zurück in das Gebiet hier. Und hier wieder umgucken. Ah, habe ich mir den schon angeguckt? Ich glaube ja, das war der erste, der Nachbarssohn. Ah, da ist was. Ein Schild. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Natürlich. Warum habe ich das Gefühl, es gibt hier... Kannst du Bastian wittern, Junge? Es gibt hier drei Leichen, die ich untersuchen kann. Und nur die allerletzte Leiche wird es sein, die die richtige ist. Völlig egal, in welcher Reihenfolge ich sie untersuche. Das wäre kacke. So etwas hasse ich nämlich wie die Pest. Einfach nur Quests, die einen Zeit stehlen wollen. Anstatt dass, wenn man die Lösung weiß, man eine kleine Abkürzung gehen kann? Nein. Bloß nicht. Okay, jetzt werde ich nur noch die Hexersinne anlassen. Anders macht es ja keinen Sinn. Aber vom Looten kann ich mich nicht abhalten. Das Pferd kann ich auch looten, das da aufgespießt ist? Ernsthaft? Ah, scheinbar doch nicht. Okay. Ja, wo ist denn... Wo kann der denn jetzt rumliegen? Mal ganz im Ernst. Ah, da vielleicht? Sieht gut aus. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber... Könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Hat der Hund jetzt? Ah, aktualisiert. Er hat ihn. Dieser hat seine Werte. Komm. Sehr gut. Na, immerhin eine gute Nachricht. Folge der Hundespur. Folgt diesem Hund. Na, hoffentlich führt er uns zu einer noch guten Nachricht. Oi, eine Hütte. Aber Oi. Das ist doch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken.
Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist der... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich hab nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Oh. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Das ist lobenswert. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Dein Bruder hat recht, es ist zu gefährlich. Wenn er nicht wäre, wäre Bastian tot. Oh. Ich habe das Gefühl, wenn ich das untere sage, werde ich am Ende tatsächlich irgendwann alle tot vorfinden. Aber andererseits, man sollte schon Dankbarkeit zeigen, finde ich. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, ihr könntet Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Super. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Ebenso. Geil. Quest gefallen. Quest im Kampf gefallen aktualisiert. 20 Erfahrungspunkte. Ah, abgeschlossen. Perfekt. Ah, und das, wie es aussieht, hat uns nicht viel zum Level abgefehlt. Schade. Schwefel. Haben wir bekommen. Weiter reden mit denen können wir vermutlich nicht, aber ist ja auch nicht mehr nötig. Wunderbar. Hast du gut gemacht, kleiner Hund. Drücke zweimal L3, damit dein Pferd zu dir kommt. Ja, ja, ich weiß. Ich würde nur ganz gerne noch einmal fix zum... Upsa. Das wollte ich jetzt nicht. Noch mal fix zum Schlachtfeld zurückkehren, in der Hoffnung, dass ich dort ein paar Gegner finde, die ich mal kurz vermöbeln kann. In der Hoffnung... dass mir diese Gegner dann das erhoffte Level-Up bescheren können. Da hinten sehe ich ein paar. Okay, noch einmal vorher speichern auf jeden Fall. So. Soll ich schon? Ja, wobei ich werde, denke ich mal, den Part an dieser Stelle beenden. Ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle, um ihn zu beenden. Wir haben eine Quest erfolgreich abgeschlossen. Haben den Bruder tatsächlich lebend gefunden, zusammen mit einem Nilfgaarder, der ihm geholfen hat. Sehr schöne Sache. Bis jetzt höre ich eigentlich nur gute Sachen über die Nilfgaarder. So streng kommen sie mir bislang noch nicht vor. Aber vielleicht habe ich bislang ja auch nur die Spreu von Weizen gefunden, sage ich jetzt mal. Die Besten der Besten. Kann ja sein, dass der komplette Rest der Nilfgaarder tatsächlich richtige Schweinefürsten sind. Naja, werden wir ja noch sehen. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir hoffentlich das erste Level-Up erhalten werden, und dann kümmern wir uns auch direkt um die nächste Nebenquest. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!